Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit einem extrem spannenden Thema. Es geht um die ISO 21001, diese vermeintlich so neue Norm auf dem Markt. Dabei ist sie in Wirklichkeit gar nicht so neu. Tatsächlich ist die ISO-Version, also die Version auf der obersten Ebene der Normung, ausgegeben in der englischen, französischen und russischen Sprache. Eine Norm, die bereits 2018 veröffentlicht wurde, die aber tatsächlich bis 2021 gebraucht hat, um in der deutschen Fassung als DIN ISO auf den Markt zu kommen in Deutschland. Der Hintergrund ist hier folgender. Die deutsche Übersetzung hat zunächst einmal lange Zeit beansprucht. Dabei ist es also nicht so, dass man sich vorstellen kann, dass man einfach einen englischen Text übersetzt wortwörtlich, weil eine wortwörtliche Übersetzung manchmal nicht im Einklang steht mit dem gemeinten Kontext eines Norminhalts. Und trotzdem muss natürlich versucht werden, eine deutsche Übersetzung zu finden, die diesen Kontext, diese Intention nach wie vor beinhaltet, ohne dabei zu stark abzuweichen von einer Übersetzung. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung, weshalb die Normübersetzung lange Zeit gedauert hat. Ein anderer Grund ist auch, dass die Vorgängerversion der ISO 21001, also die ISO 29990, ja lange, lange Zeit, weit über 10 Jahre, auf dem deutschen Markt etabliert war und man verhindern wollte, dass der deutsche Bildungsmarkt nun verunsichert ist, wie es mit der Norm weitergehen soll, wenn diese abgeschafft wird. Aus diesem Grund wurde ein Schreiben von DIN herausgegeben, in dem die Zertifizierungsgesellschaften, aber natürlich auch jeder, der die DIN-Website besucht hat, darüber informiert wurden, wie es weitergeht, nachdem die ISO 29990 zurückgezogen wird. Ja, ich habe das in einem anderen Video bereits erklärt, das verlinke ich einmal hier oben. Und da gehe ich darauf ein, dass die ISO 29993, die wir hier auch sehen, und die ISO 21001 zusammen die adäquate Nachfolge der ISO 29990 darstellen. Gut, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Florian May. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer der Unternehmensberatungsgesellschaft InCession GmbH. Wir haben uns darauf spezialisiert, mit Bildungseinrichtungen gemeinsam Qualitätsmanagementsysteme einzuführen. Und nebenbei und ehrenamtlich bin ich selbst in der Normung aktiv. Insofern kann ich Ihnen heute nicht nur einen Einblick geben in die Norm, sondern ich kann Ihnen auch sagen, wie vereinzelte Kapitel und Anforderungen gemeint sind, weil ich an der Erstellung der ISO 21001 mitgewirkt habe. Auf DIN-Ebene, DIN, das Deutsche Institut für Normung, bin ich Mitglied im Normungsausschuss für Bildungsdienstleistungen. Ich bin also selbst aktiv an der Normungsarbeit in Deutschland tätig im Bereich Bildung. Und auf ISO-Ebene, ISO ist die internationale Organisation für Standardisierung, bin ich sogar der Vorsitzende, der dieses Expertengremium aus über 50 Ländern leitet und wir gemeinschaftlich versuchen, das Wissen, was wir zusammentragen, in Normen herauszugeben. Ja, das ist ganz wichtig, das ist auch mein persönlicher Anspruch. Normen sind keine Verordnungen, sind keine Gesetze, es hat nichts mit, Befehlen zu tun oder Anforderungen, sondern mit freiwilligen Möglichkeiten der Umsetzungen. Inhalte von Normen sind immer Best Practices. Das sind die Dinge oder die Prozesse, die in anderen Ländern, in anderen Bildungseinrichtungen sehr gut funktioniert haben, die wir dann auf einer internationalen Ebene diskutieren. Und wenn wir alle einheitlich der Meinung sind, dass dies ein Inhalt einer Norm sein könnte, dann auch nur dann kommt diese Anforderung mit in unseren Normtext hinein. Also verstehen Sie Normen bitte eher als eine Art Leitfaden, denn als eine Art Gesetzmäßigkeit oder Anordnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch meine Mission, hier auf diesem YouTube-Kanal Sie darüber aufzuklären, welche Normen es im Bildungsbereich gibt, wie diese Normen zustande gekommen sind und warum es wichtig ist, mit diesen Normen zu arbeiten. Jetzt schauen wir uns aber mal ganz konkret und tiefer die ISO 21001 an, und zwar die konkreten Anforderungen dieser Norm. So sieht die ausgegebene Version grob aus.
Hier haben wir die Fassung des September 2020. Das ist ein Druckfehler, es ist nicht die Ausgabe vom September 2021. Und in dieser Norm wird der gesamte Text der Norm wiedergegeben. Doch wie sieht er ganz konkret aus? Also zunächst einmal, es gibt innere und äußere Anforderungen, die an ein QM-System gestellt werden. Das sind die sogenannten Anforderungen interessierter Parteien, also aller Parteien, die Interesse an ihrer Organisation, an ihrer Bildungseinrichtung haben. Das sind natürlich primär Kunden, das sind ihre Lernenden, das sind aber natürlich auch ihre Mitarbeiter, ihre Dozierenden und darüber hinaus auch Organisationen wie das Finanzamt, die Gesetzgebung und die Gesellschaft, die Anforderungen an ihre Bildungseinrichtung stellen. Und diese Anforderungen zu erfüllen, ist das oberste Ziel des Qualitätsmanagements. Qualität ist ja bekanntlich die Erfüllung von Anforderungen, die an Ihr Unternehmen gestellt werden, hat also nicht zwingend etwas mit der Güte einer Dienstleistung oder eines Produktes zu tun, sondern legt den Fokus darauf, Bedürfnisse zu befriedigen. Der nächste Punkt, der inhaltlich in der Norm vorkommt, ist eine Qualitätspolitik, ein Leitbild und ein Führungsbild. Also was ist das oberste Ziel, das Ihre Einrichtung verfolgt? Was ist das nicht monetäre obere Ziel, das Sie wünschen zu erreichen? Und das macht im Prinzip Ihre Qualitätspolitik und Ihr Leitbild aus. Und hierzu gibt es natürlich ein Führungskonzept. Die Gesellschaft, Ihre Bildungseinrichtung muss geführt werden, mit dem Ziel, dieses Leitbild, diese Qualitätspolitik zu erreichen und hat hierfür verschiedene Möglichkeiten, das Leitbild herunterzubrechen auf andere Ebenen, auf andere Prozesse. Zum Beispiel, wie wir hier sehen, in Form von Zielen. Also ideal ist eine Qualitätspolitik geeignet, um daraus Qualitätsziele abzuleiten. Natürlich auch den Umgang mit Risiken und Chancen zu planen und mit sogenannten unvorhersehbaren Änderungen umzugehen. Weiterhin gehört es zur ISO 21001, Ihnen hilfreiche Hinweise zu geben, wie Sie dieses bisher bestehende Konglomerat an Anforderungen unterstützen können. Also wie können Sie ganz konkret die Qualitätspolitik-Erreichung und die Zielerreichung unterstützen? Zum Beispiel durch Kommunikation oder durch Ressourcen. Ressourcen wie Personen, wie Wissen oder Infrastrukturen. Insgesamt beinhaltet die ISO 21001 natürlich das bekannte PDCA-Konzept. PDCA steht dabei für die englischen Begriffe Plan, Do, Check und Act, also Planen von Bildungsdienstleistungen, Durchführen von Bildungsdienstleistungen, Überprüfen von Ihren Bildungsdienstleistungen, von Ihren Plänen und das Act, das Ableiten von Maßnahmen, um nach wie vor Ihre Qualitätspolitik und Ihre Ziele zu erreichen. Beinahe abschließend geht es hier also nochmal um den Punkt Bewertung des Erfolgs und der Zielerreichung. Welche Möglichkeiten, welche Instrumentarien stehen Ihrem Unternehmen, Ihrer Bildungseinrichtung zur Verfügung, um zu überprüfen, inwieweit Sie Ihre Qualitätspolitik erreichen könnten und inwieweit Sie Ihre gesetzten Ziele erreicht haben? Stichworte internes Audit und Managementbewertung. Die letzte Anforderung oder der letzte Inhalt dieser Norm ist die stetige Verbesserung. Welche Konzepte, welche Instrumentarien und Methoden stehen Ihnen also zur Verfügung, um die Prozesse Ihrer Bildungseinrichtung nachhaltig zu verbessern? Immer unter dem Fokus, und jetzt schließen wir im Prinzip diesen Kreis, immer unter dem Fokus, die inneren und äußeren Anforderungen an Ihre Bildungseinrichtung zu erreichen und zu schaffen. Das sind im Großen und Ganzen schon die Inhalte der ISO 21001. Wie sieht diese Gliederung also aus? Wir haben hier wieder klassisch eine High-Level-Structure-Norm. Das bedeutet, die High-Level-Structure ist eine Strategie von ISO, von der ISO-Geschäftsleitung, die in 2014 mit der ISO 9000er-Familie eingeführt wurde. Und diese High-Level-Structure, wie der Name schon sagt, ist eine obergeordnete Struktur, der sich alle zukünftigen Normen unterzuordnen haben. Ja? Das heißt, es gibt Mindestkapitel und es gibt immer Mindestanforderungen an Managementsystemnormen, welche beinhaltet sein müssen.
Und da die ISO 21001 ebenfalls eine Management-Systemnorm ist, genauso wie die ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme oder die ISO 14001 Umweltmanagementsysteme, so muss auch diese Norm, die ISO 21001 Bildungsmanagementsysteme, diese High-Level-Structure besitzen. Deshalb sehen Sie hier die High-Level-Structure wiedergegeben, aber immer mit dem Bezug und dem Fokus auf die Bildungsbranche. Das ist auch ein Vorteil, den diese Norm mit sich bringt, denn viele Bildungseinrichtungen überlegen ja, ob sie vielleicht die ISO 9001 für sich nutzen, also die Qualitätsmanagementsystemnorm. Aber der Nachteil, der zugleich auch der Vorteil dieser Norm ist, ist, dass es sich um eine universelle Norm handelt. Also jede Organisation dieser Welt, unabhängig von Größe, Mitarbeiterzahl, Umsatz, Kultur, Land, Staat oder Inhalt, kann eine ISO 9001 für sich anwenden. Das ist der Vorteil für die Norm, es ist aber ein Nachteil für die Bildungsbranche. Die ISO 21001 beinhaltet ebenfalls diese Anforderungen der ISO 9001, ja, wegen der High-Level-Structure, aber hat den Fokus gelegt auf Bildungsmanagementsysteme. Wir von ISO haben diese Norm erarbeitet mit Experten aus der Bildungsbranche. Und das bedeutet, dass auch diese Anforderungen entsprechend angepasst sind. Nicht nur im Wording, sondern auch in der Intention, um spezifisch Bildungseinrichtungen dabei zu helfen, ein Managementsystem aufzubauen. Und jetzt schauen wir uns einmal die Gliederung an. Im Kapitel 1 geht es um die einleitenden Worte und das Vorwort mit dem Fokus, warum oder wie diese Norm entstanden ist. Das finden wir ebenfalls im Anwendungsbereich. Im Kapitel 2 finden wir normative Verweisungen, also Verweisungen zu anderen Normen, die notwendig sind, um diese Norm hier verstehen zu können. Des Weiteren Begriffe, die in dieser Norm Anwendung finden. Mit diesem Kapitel erklärt sich die Norm aber selbst. Ja? Das heißt nicht, dass Sie diese Begriffe eins zu eins in Ihrem Unternehmen übernehmen müssen. Das bedeutet nur, dass wir versucht haben, Begriffe zu finden, die möglichst einheitlich auf der Welt verstanden werden können. Und deshalb werden diese Begriffe, die in der Norm Verwendung finden, auch hier im Kapitel 3 definiert, damit Sie als Leser, Leserin diese Begriffe verstehen können. Kapitel 4 ist der Kontext der Organisation. Also genau das, was wir uns gerade angesehen haben bei den Inhalten. Welche inneren und äußeren Anforderungen werden an Ihre Bildungseinrichtung gestellt? Im Kapitel 5 geht es um die Führung. Wie funktioniert Führung? Wie wird eine Qualitätspolitik aufgebaut? Und was ist dabei wichtig zu beachten? Kapitel 6 geht es um die Planung. Nicht nur um die Planung Ihres Unternehmens oder Ihrer Bildungseinrichtung, sondern auch um die Qualitätsziele, den Umgang mit Chancen und Risiken und um die Planungsänderung. In Kapitel 7 kommt dann die Unterstützung, also wie Sie diesen Aufbau des QMS, Qualitätsmanagementsystems oder die Aufrechterhaltung unterstützen können. Wie gesagt, zum Beispiel durch Kommunikation oder durch Ressourcen wie Personen, Kompetenz, Wissen, Infrastruktur und so weiter. Im Kapitel 8 geht es dann um den eigentlichen Betrieb, also um die Bereitstellung Ihrer Bildungsdienstleistungen, um die Durchführung und natürlich auch um die Kompetenzen an Lernbegleiter, also an Personen, die Sie als Dozierende, Trainer, Coaches, Dozenten, Lehrer und so weiter bezeichnen könnten. Im Kapitel 9 geht es dann um die Bewertung der Leistung, also wie bewerten Sie tatsächlich die Ergebnisse Ihrer Bildungsdienstleistung in Form von Tests, in Form von Monitoring, in Form von Evaluation und natürlich wie bewerten Sie Ihr Managementsystem, also zum Beispiel in Form von Management Reviews oder Bewertungen der internen Auditierung und der Überprüfung Ihrer Kennzahlen. Kapitel 10, das letzte Kapitel dieser High-Level-Structure, Kapitel 1 bis 10, geht auf die Verbesserung ein. Welche Möglichkeiten stehen Ihrem Unternehmen zur Verfügung, um nachhaltig die Prozesse zu optimieren, zu verbessern und zu verschlanken? Und dann gibt es noch eine Reihe von Anhängen, nämlich zum Beispiel den Anhang A. Und wir sehen hier, dieser Anhang A ist normativ. Das bedeutet, dieser Anhang ist zwingend zu erfüllen, wenn man Konformität gegenüber dieser Norm geltend machen möchte. Und diese normativen Anforderungen
beziehen sich auf zusätzliche Anforderungen an die frühkindliche Bildung. Jetzt werden Sie wahrscheinlich mit Recht sich selbst fragen, ja, aber wir bieten keine frühkindliche Bildung an. Warum sollten wir dann diese Normanforderung erfüllen? Und das ist tatsächlich ein Manko, den diese Norm hier mitbringt, der politisch gewachsen ist, auf ISO-Ebene, dass dieser Anhang normativ wurde. In der nächsten überarbeiteten Fassung der Norm kann ich Ihnen versprechen, dass wir das herausnehmen werden als normative Anforderung und auch diese Anforderung hier informativ wird. Es ist aber so, dass wenn Sie zum Beispiel diese frühkindliche Bildung nicht anbieten, dann müssen Sie diese Anforderung nicht erfüllen, weil es macht ja gar keinen Sinn, wenn Ihnen eine Norm vorschreibt, dass Sie jetzt frühkindliche Bildung mit in Ihr Bildungsangebot aufnehmen. Der nächste Anhang ist informativ, wie auch alle danach folgenden, und beschäftigt sich mit den Prinzipien einer Bildungseinrichtung. Der Anhang C geht auf die Klassifikation der interessierten Parteien ein und nennt beispielhaft Möglichkeiten, mit diesen interessierten Parteien umzugehen. Dann finden wir im Anhang D die Leitlinien für die Kommunikation mit diesen genannten interessierten Parteien. Das ist extrem hilfreich, weil wir hier wissen, wie wir kommunizieren können auf einer sehr hohen qualitativen Ebene. Der Anhang E benennt Prozesse, Messungen und Instrumente beispielhaft, die in Bildungseinrichtungen Verwendung finden. Der Anhang F geht auf Beispiele zur Darstellung regionaler Regelungen ein, wie man also regionale gesetzliche und behördliche Anforderungen mit aufnimmt. Und der Anhang G beschäftigt sich ganz besonders mit Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen. Also ein Anhang, der sehr wichtig geworden ist. Wir sind ja insbesondere nochmal durch diese Covid-19-Pandemie sensibilisiert worden in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsstandards in unseren Unternehmen und Einrichtungen. Und insofern ist es ganz gut, dass wir hier sehen, dass eine Norm, die bereits 2015, 16 und 17 erarbeitet wurde, diese Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen mit beinhaltet hat. Abschließend gibt es dann Literaturhinweise innerhalb der Norm, was ganz hilfreich ist, insofern, dass man weiß, in welchen anderen Normen man vielleicht noch Input findet, um sein System nachhaltig zu verbessern. Gut, nun möchte ich Ihnen noch ganz kurz den Hintergrund der ISO 21001 schildern, wie also diese Norm hier entstanden ist. Zunächst einmal, wie ich schon angeschnitten hatte, ganz wichtiger Baustein war die Herleitung der ISO-Strategie mit der High-Level-Structure, also mit dieser Vorgabe, welche Mindestinhalte eine Norm, eine Management-Norm mit sich bringen muss, in 2014 bis 2015. Die ersten Normen, die übrigens mit dieser High-Level-Structure publiziert wurden, sind die ISO 9001 und die ISO 14001. Dann haben wir im Februar 2014 den Projektantrag gehabt, eingereicht, glaube ich, von Portugal, die gesagt haben, wir bräuchten bitte eine Management-Norm für die Bildungsbranche, weil die ISO 21001 das erste Produkt auch war, das Management-Anforderungen in dieser Form stellt. Die ISO 29990, also sozusagen die Vorgängernorm, ist eine Hybrid-Norm, die Anforderungen an ein Managementsystem kombinierend mit Anforderungen an eine Leistung, eine Serviceleistung. Und insofern ist diese Norm hier, die ISO 21001, auch ein Meilenstein in unserer Geschichte. Das meine ich tatsächlich so bedeutsam, also wortwörtlich, es ist ein Meilenstein der menschlichen Entwicklung. Nicht physisch gesehen, aber in jedem Fall sozial und ökonomisch gesehen. Ja, im Januar 2017 wurde dann die Erarbeitung der Norm abgeschlossen. Sie sehen also über einen recht langen Zeitraum hier die Erarbeitung der Norm. Das hängt einfach damit zusammen, dass viele Experten aus vielen Ländern an der Norm gearbeitet haben. Und um hier einen einheitlichen Konsens, ja, also Konsens heißt mehrheitlich angenommen, beziehungsweise möglichst alle einvernehmlich angenommen, braucht natürlich schon relativ lang, weil jedes Land eine eigene Expertise und eigene Einstellung, Meinung mitbringt in eine Diskussion. Und Ziel der Normung ist es immer, diese Diskussionen mit einem möglichst einvernehmlichen Ergebnis zu beschließen und dann als Norminhalt zu veröffentlichen. Das heißt, eine DIS 21001 wurde im Januar 2017 veröffentlicht. DIS steht dabei für
Draft International Standard, also für die Entwurfsfassung dieser Norm. Dann gab es ein FDIS 21001 im August 2017. FDIS steht dabei für Final Draft International Standard, das heißt die kommentierte und überarbeitete Version des Entwurfs, der nun in der letzten finalen Abstimmungsrunde ist, um den nächsten Step zu gehen, den diese ISO-Organisationsstrategie mit sich bringt. Es gibt gewisse Schritte, die einzuhalten sind bei der Veröffentlichung einer Norm, die rein administrativen Background haben, um sicherzustellen, dass diese Inhalte ja auch wirklich richtig sind und dann für lange, lange Zeit gelten. Und so wurde dann im April 2018 die ISO 21001 veröffentlicht als eigene Norm. Sie sehen, das ist also das fertige Produkt, das in Englisch, Französisch und Russisch herausgegeben wurde. Als DIN ISO 21001 wurde sie dann jetzt erst im Februar 2021 herausgegeben. Der Juni hier ist nicht ganz zutreffend. Das war einmal die Planzahl. Tatsächlich ist diese Norm jetzt seit Februar erhältlich. Die E-Fassung der DIN ISO, also die Entwurfsfassung in deutscher Sprache, gibt es bereits seit, ich glaube, August oder September oder Oktober 2020. Inhaltlich hat sich nichts geändert, da dies eine 1:1 textliche Übernahme ist. Das heißt, die Kommentierung dieser Entwurfsfassung war so gut wie nicht möglich. Wenn, dann bezog sie sich nur auf Editorial-Hinweise und nicht auf inhaltliche Hinweise. Die Zielgruppe dieser Norm sind natürlich Bildungseinrichtungen, aber auch die darin arbeitenden oder damit arbeitenden Personen, zum Beispiel Berater, Beraterinnen, Coaches, Trainer, Trainerinnen und Mentoren. Natürlich auch die, also wenn wir sagen, das hier sind eher so aus dem nonformalen Sektor, also aus der Lerndienstleistungsbranche Anbieter, dann haben wir auch noch den formalen Sektor, also Universitäten, Hochschulen, Berufsakademien und demzufolge auch dann die darin agierenden Personen, die Lehrenden und Dozierenden wie Professoren und so weiter. Ja, Bildungsträger natürlich im Allgemeinen. Also diese Norm können zum Beispiel auch Fahrschulen, Tanzschulen, Schwimmschulen, Bootsfahrschulen und so weiter anwenden. Das sind ja alles auch Bildungsträger, die einen Bildungscharakter mit sich bringen. Ja, Akademien, Campus und Institute natürlich auch, unabhängig davon, welche konkreten Inhalte sie erbringen. Schulen, Hochschulen, Universitäten hatte ich bereits gesagt. Bei uns in Deutschland ist dieser Anwendungsbereich bisher noch ein bisschen zurückhaltend. Das liegt daran, dass wir ja in Europa die Akkreditierungsstandards haben, also die Standards, die dafür sorgen, dass man eine Hochschule oder Universität sein kann und nach dem Bologna-Prozess auch ECTS, diese European Credit Points, vergeben kann. Insofern ist das hier noch ein bisschen zurückhaltend. Es gibt aber die ersten Einrichtungen in Deutschland, Hochschulen, Universitäten, die bereits mit der ISO 21001 arbeiten. International gesehen ist die Bedeutung der Norm auf Hochschulebene viel, viel höher. Länder wie Chile oder China oder die USA arbeiten inständig nur und fast ausschließlich mit dieser ISO 21001. Vorreiterländer, die ich hier mal sagen kann, sind Indien, Libanon und Malta, die an den meisten Hochschulen bereits die ISO 21001 implementiert haben und sehr, sehr gut nutzen. Wir hatten hier also schon gutes Feedback aus diesen Ländern. Auf unserem ISO-Meeting in Portugal im Jahr 2019, im September 2019, hatten wir eine Feedback-Runde, bei der hochgeladene und hoch angesehene Gäste vorgeredet haben. Zum Beispiel auch die Europäische Kommission, die für den Bereich Bildung zuständig ist, die hier von dieser ISO 21001 geschwärmt hat und dafür sorgen möchte oder Sorge tragen möchte, auch in Deutschland zu versuchen, diese Norm weiter voranzubringen, insbesondere im formalen Bildungssektor. Ja, hier haben wir einige Beispiele und Referenzen. Hier zum Beispiel Frau Pauline Thonhauser von der Design Thinking Coach Academy, die hier zum Beispiel eine Light-Version der 21001 verwendet hat, die sogenannte DIN ISO 29993. Dann haben wir auch Edwin Lemke mit seinem Programm Train the Trainer, der ebenfalls diese Light-Version, der die ISO 29993 verwendet hat, aber jetzt zukünftig für sein Programm auf die ISO 21001 umsteigen wird.
Hier sehen wir Frau Bettina Altschul mit ihrer Fachakademie für Jugendcoaching, die zunächst einmal die ISO 29990 verwendet hat, im Anschluss umgestiegen ist auf die Light-Version, die 93, und jetzt auch die ISO 21001 mitverwenden wird, um ihr Bildungsangebot, die Ausbildung von Kinder- und Jugendcoaches, voranzubringen. Ja, das ist alles, was ich Ihnen jetzt in diesem ersten Schritt zur ISO 21001 sagen kann und sagen möchte. Wenn Sie weiteres Interesse haben, dann bleiben Sie hier auf meinem Kanal, abonnieren Sie meinen Kanal, damit Sie immer auf dem Laufenden sind. Und vergessen Sie bitte nicht, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, einen Daumen nach oben hier zu lassen. Ich bedanke mich und freue mich auch auf Ihr Feedback. Also dann, bis später und viel, viel Spaß.